Donnerstag, der 26. Entschuldigung, es ist Donnerstag, der 23.06.2016. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute geht es um die Nachlese zur Bilderberg-Konferenz 2016, die vor 2 Wochen in Dresden stattgefunden hat, im Taschenberg Hotel Kempinski. Und ich darf ganz herzlich Freeman von Alles Schall und Rauch in unserer Sendung begrüßen. Hallo Freeman. Hallo Volker, hallo alle Zuhörer. Es freut mich sehr, bei euch zu sein. Ja, was waren so für dich die wichtigsten Dinge, die du von der Bilderberg-Konferenz mitbekommen hast? Also wie gesagt, ich beobachte die Bilderberger schon seit, ich weiß nicht wie lang, 15 Jahren und gehe zu den meisten Treffen, wenn sie in Europa stattfinden, und kann deswegen einen Vergleich ziehen über was so in den letzten Jahren wir zu oder wie die Sicherheitsmaßnahmen waren und wie sie jetzt in Dresden waren. Also es gibt Positives und Negatives zu vermerken. Erstens einmal, dass sie als Tagungsort ein Hotel mitten in der Stadt gewählt haben, hat bedeutet, dass wir sie recht gut zu Gesicht bekommen haben. Wir konnten also sehr viele Fotos machen. Hauptsächlich natürlich von den Personen oder Teilnehmern, die vorne am Hoteleingang außen eingestiegen sind. Es gab natürlich eine große Zahl an Teilnehmern, die sich versteckt haben und über die Hintertür rein sind. Das heißt, sie sind mit den Autos in die Tiefgarage reingefahren und da war es natürlich ziemlich schlecht, sie zu erwischen. Die also vorne am Hoteleingang ausgestiegen sind, die haben wir recht gut fotografieren können. Und die Sicherheitsmaßnahmen, die waren halt nicht so weiträumig wie zum Beispiel letztes Jahr in Telfs, wo ja im Umkreis von 10 Kilometern alles abgesperrt war und wir nicht einmal das Hotel sehen konnten. Hier war unmittelbar um das Hotel der Zaun errichtet worden und man hat also doch Einsicht nehmen können, wie die Teilnehmer angekommen sind. Das heißt, von den Fotos her haben wir gute machen können. Wir haben sehr viele Gesichter erwischt. Ein Teil natürlich nicht, wie ich gerade sagte, die halt anonym oder inkognito reingekommen sind. Zum Beispiel die von der Leyen, die war dort, das wurde mir ja bestätigt, aber wir haben sie nie zu Gesicht bekommen. Also es gibt da Sachen, die etwas anders abgelaufen sind als sonst auch. Also was mir nicht gefallen hat, ist das totale Demonstrationsverbot und vom Verbot der freien Meinungsäußerung. Die Polizei ist sehr brutal sofort auf jeden losgegangen, der ein Plakat in der Hand gehalten hat oder der irgendwas gesagt hat oder gerufen hat. Haben sie sich draufgestürzt und ich habe selber gesehen, wie die Polizei diese Protestler mit Gewalt zusammengeschlagen haben. Also das war wirklich nicht in Ordnung und zeigt aber, was in Deutschland los ist. Sie hatten ja eine gewisse Zone, wo man nicht protestieren durfte. Und außerhalb gab es ja sehr wohl auch Kundgebungen. Ja gut, aber die waren ja so gering besucht, dass sie mehr oder weniger ein Witz waren. Und deswegen muss ich auch sagen, ich finde es eine absolute Schande, dass in einer Großstadt wie Dresden so wenig Leute zu diesen Protestkundgebungen, die ja zahlreich waren, nicht erschienen sind. Nicht? Also das war wirklich, also ich kann nur den Kopf schütteln, wieso so wenig Leute da waren. Zum Beispiel die Demonstration von der AfD, die ja am Hotel vorbei gelaufen ist, da waren höchstens 20 Teilnehmer umringt von 50 Polizisten. Ja. Sind das die gerufen haben, dass Merkel weg müsse, oder waren das andere?
Ja, das kann sein, dass sie gerufen hat. Nee, Moment, da waren keine AfD-Fahnen. Das müssen nochmal andere gewesen sein. Ich weiß, da war eine ganz kleine Gruppe und die wurden dann noch aufgehalten von der Polizei. Nee, AfD muss vorher gewesen sein. Ja, am Samstagvormittag, weil die AfD hat ja auf dem Postplatz da eine Kundgebung gehabt, also so ein Wagen mit Lautsprecher, und da haben sich vielleicht 20, 30 Leute davor gestellt, und dann durften sie am Hotel vorbeimarschieren, aber es waren höchstens 20 Leute und es waren praktisch für jeden Demonstranten 3, 4 Polizisten als Begleitung, ne? Was recht entspannt war, war allerdings eben auch war ein Stückchen weiter weg. Ich weiß nicht, ob das war das auch, glaube ich, auf dem Postplatz gewesen. Da von den Lost Dumb People, die wollten das größte Herz aus Menschen machen. Naja, dann hätten sie über 11.000 sein müssen. Es war eine kleine dreistellige Zahl, die sie zusammenbekommen haben. Aber sie haben, ich meine, die Geste zählt. Sie haben da das beim Guinness Buch der Rekorde angemeldet, den Versuch, aber es ist hat bei Weitem nicht geklappt. Aber da ist zum Beispiel die Bandbreite gewesen, also von daher war schon ein Highlight, alleine wegen der Bandbreite nach Dresden zu kommen. Ja, wie gesagt, ich finde das natürlich schon eine Schande, und nein, das zeigt mir, das komplette Mangel an Interesse im deutschen Publikum und auch in dieser ganzen sogenannten Wahrheitsbewegung. Jetzt hat man schon ein Heimspiel, wenn man so will, in dem die Bilderberger in Deutschland sich in Dresden treffen, und dann ist ja praktisch niemand dort. Also das ist ja wirklich unglaublich, ja. Ich meine, und dann haben sie aber immer den großen Mund auf, über was sie alles machen wollen, ne? Und hier hatten sie ihre Chance, und da taucht fast niemand auf. Auch von der Berichterstattung her, seitens der deutschen alternativen Medien war ja praktisch niemand da. Es waren ja nur ausländische Berichterstatter aus England, aus Amerika, aus Skandinavien, aus Polen, aus Tschechien und aus der Schweiz und was weiß ich wo, waren alle da. Aber die deutschen alternativen Medien waren nicht dort. Ich habe niemand gesehen von den deutschen alternativen Medien. Ja. Außer ihr wart dort. Ja, klar. Ich meine, es geht ja auch um einiges. Zum Beispiel von der deutschen Politik war Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble da und José Manuel Barroso, der ehemalige EU-Kommissionschef. Ja. Und man hat ja auch diskutiert über Zusammenhalt und Visionen der EU. Und wenn die beiden zusammen bei Bilderberg sind, mich erinnert das auch ziemlich an Uni-Stiftung Freiburg, wo sie unter anderem mit dem ehrenamtlich zusammenarbeiten mit dem Vorsitzenden vom Deutschen Bundesverfassungsgericht, auch Professor Dr. Voskuhle. Und da frage ich mich dann natürlich, ob da wieder etwas Richtung ESM vorangebracht werden soll. Auch wenn es auf der Tagesordnung nicht explizit stand. Es waren ja überhaupt wieder die Top-Leute dort von den Konzernen, von der Politik, von den Banken, von den Militär und von der EU und alles. Ich meine, wenn man die Liste anguckt, wer da alles teilgenommen hat, das waren ja alles Shots. Ob das jetzt der Vier-Sterne-General Breedlove war, der ja der oberste Kommandeur von der NATO-Truppen ist, oder der ehemalige CIA-Chef Petraeus war dort. Es waren die Chefs von Shell dort und von den ganzen Ölgesellschaften. Es war der König der Niederlande dort, der ja Großaktionär bei Shell ist und bei Philips und bei KLM und wie alle die holländischen Konzerne heißen. Nicht? Also es waren ja der Chef von Google, der Chef von, der Gründer von PayPal, sie waren ja alle da. Und deswegen, da gab es Behauptungen, es wäre die B-Prominenz. Das ist das dummes Geschwätz von Leuten, die nicht dort waren, ja. Denn wenn man sich die Liste anguckt, wer alles dabei war, dann waren das die obersten Chefs von jeglichen Institutionen. Ja.
Und deswegen, das dann so runterzumachen, als Grund, warum man da nicht hingeht, ja, also das zeigt wieder, dass sie keine Ahnung haben. Ne? Ich denke, Bilderberg-Konferenz hat ja auch oft eine Bedeutung für das Land, wo man sich trifft. Natürlich. Und da stellt sich für mich die Frage, am 21. gab es ein neues Urteil vom Verfassungsgericht, was wie eine Abrissbirne gegenüber unserem Rechtsstaat ist im Verhältnis zur EU. Da ging es darum, die Europäische Zentralbank hat, um ja einmal den Banken zu helfen, den gebrauchte Staatsanleihen abzukaufen, aber nebenbei hilft es auch den Schuldnerstaaten, haben die gebrauchte Staatsanleihen gekauft auf dem Sekundärmarkt. Und dann ging es darum, ob die das in dem Maße tun durften. Also, es waren jetzt alles Länder, die über ESM oder einen anderen Mechanismus mit der Troika auch schon Auflagen kriegen. Und da hat das Verfassungsgericht aus dem Anlass dann geurteilt, dass sie praktisch, wenn sie da dem EuGH was vorlegen, dass sie dann nur noch Grenzen setzen wollen dem EuGH, wenn der EuGH offensichtlich willkürlich urteilt. Und das ist heftig. Einmal Willkür nachweisen, also vorsätzlich knatschverkehrt und unvertretbar und dann noch offensichtlich. Alleine indem man eine Offensichtlichkeit verlangt, können die beliebig sagen, nur Offensichtlichkeit können wir nicht erkennen. Also dass sie praktisch nur noch Grenzen setzen, wenn der EuGH was geurteilt hat, also Europäischer Gerichtshof, dass sie dann mit dem Grundgesetz noch Grenzen setzen, wenn sie meinen, dass es offensichtlich ist. Also damit ermöglichen sie das ohne Rechtsgrundlage rein nach Gutdünken. Und angesichts der Nähe von Voskuhle zu den Bilderbergern Schäuble und Barroso, finde ich, das stellt sich für mich die Frage schon, ob man da dran das gemacht hat, um bestimmte Dinge durchzulassen. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache, sofort die NATO verkündet hat, weil ja Russland war ja ein Thema bei dieser Konferenz, Russland, China etc. war ja ein Thema, Brüssel verkündet, dass in Zukunft ein Cyberangriff auf irgendein NATO-Mitglied würde einen Kriegsgrund darstellen und würde Artikel 5 des NATO-Vertrages auslösen, Beistandsverpflichtung. Das heißt, wenn China oder Iran oder wer immer die sogenannten Feinde einen Cyberangriff machen oder es wird ihnen unterstellt, dass sie ihn gemacht haben, dann wäre das schon ein Kriegsgrund. Und das wurde 2 Tage nach Bilderberg verkündet. Und das, obwohl nur ein ehemaliger Sakeur da war. Wie meinst du? Breedlove ist ja gar nicht mehr der Oberbefehlshaber. Doch, er ist es noch, bis er abgelöst wird. Ach, kommissarisch. Ist es ja noch, bis demnächst, ja. Das wusste ich gar nicht. Okay, da war da schon als ehemaliger und ich hatte gelesen, dass er, dass da jemand Neues kommt. Okay. Ja, da kommt jemand Neues, aber er ist ja noch dran. Ne? Das kann man ja willkürlich machen. Da müsste ja nur aus irgendeinem anderen Land irgendein Hacker sein, der mit der dortigen Regierung nichts zu tun hat. Oder die Frage ist, was ist denn überhaupt ein Cyberangriff? Ich meine, es gibt ja auch teilweise E-Mail-Aktionen, wo, was weiß ich, ist das der nächste Cyberangriff, wenn 100 Leute von der Friedensbewegung eine E-Mail schicken an die NATO, sie soll bitte etwas friedlicher sein? Ist das dann schon ein Cyberangriff? Ja, ich meine, die Frage ist natürlich richtig, dass also, das können die selber bestimmen, nicht sozusagen, das können die selber bestimmen, was ein Angriff ist. Und auch, ich meine, es gibt ja genug Privatgruppen, die Cyberangriffe machen, ja, also deswegen, ich finde das unerhört, dass die NATO einen Cyberangriff im Internet gleichstellen mit einem physischen Angriff auf Land oder See oder Luft. Das haben sie jetzt gleichgestellt. Ja, also einmal diese Manipulationsgefahr, einmal ist es völlig, völlig unverhältnismäßig. Er wirkt ja schon so, als wollte man sich die Manipulationsmöglichkeit schaffen. Und wenn ich das mal vergleiche, von wegen Verhältnismäßigkeit, im Wikipedia-Eintrag zu ISIS, also zu Islamischer Staat in Klammern Organisation, steht, dass Videos von ISIS auf Rechnern in den USA liegen. Und dagegen wird scheinbar nicht entschlossen genug vorgegangen, dass man auch nicht genug Anstrengungen unternimmt, rauszufinden, wer auf wessen Rechnern das sind, wer da
den Einsatz der UNO und zahlreicher Staaten. Es gibt ja auch dieses Bündnis rund um die NATO, dieses Ad-Hoc-Bündnis, Internationale Allianz im Kampf gegen ISIS. Wer das unterminiert, indem er zulässt, dass Rechnerkapazität in den USA da zur Verfügung gestellt wird. Ja, aber das ist doch klar, weil die ISIS sind doch Angestellte von den Amerikanern. Ich meine, das wissen wir doch. Die ISIS ist ein Kind von der CIA, ja. Also ist ja logisch, dass ihre Sachen dann auch bei denen auf den Server hocken, ja. Ich weiß es nicht. Der Erfinder von ISIS, laut Webster Griffin Tarpley, hat er bei Querdenken TV letztes Jahr auf dem Querdenken-Kongress gesagt, ich glaube am 1.11.2015, ist David Petraeus. David Petraeus war US-General, war vielleicht war ein, zwei Jahre, 2012 musste er gehen, CIA-Chef. Und da würde die Verbindung passen, aber er ist ja längst nicht mehr CIA-Chef, deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Es spielt ja keine Rolle, ob er es ist oder nicht. Die Institution ist doch, oder das Konstrukt ist geschaffen worden, ja. Ich meine, ob man jetzt die Figuren austauscht, heißt doch nicht, dass dann die Verbindung beendet ist, ja. Ich meine, das ist doch logisch. Ich meine, wenn die Amerikaner den Russen sagen, also bitte, bitte tut nicht die Al-Qaida angreifen in Syrien, gell? Ich meine, das haben die erst vor ein paar Wochen gesagt. Ich meine, das ist ja unglaublich. Damit bestätigen sie ja das, was wir immer schon gewusst haben, dass auch die Al-Qaida ein Kind von denen ist. Ja, das sind alles, diese ganzen sogenannten Terrorgruppen sind nur Werkzeuge, um Länder zu destabilisieren und einen Grund zu haben, um einzugreifen. Ja? Ich halte es für offen, von wem die heutzutage gesteuert werden, aber in der Vergangenheit sicherlich. Also du glaubst doch nicht im Ernst, dass diese ganzen Gruppen halb Syrien und halb oder ein Drittel von Irak übernehmen können, ohne dass sie von ganz groß geholfen werden? Das denke ich schon. Fragt sich nur, wer sie kommandiert. Die werden von den Saudis, von den Kataris, von den Türken und von den Amerikanern und ich weiß nicht wem noch, alles geholfen. Sonst gäbe es sie ja nicht. Sonst könnten sie gar nicht überleben. Sie könnten keine Waffen kriegen. Sie hätten kein Geld. Wer kauft ihnen denn das Öl ab? Die Türken kaufen ihnen das Öl ab. Und das ist doch alles bewiesen, ja. Diesmal hatten die Bilderberger ja auch wieder Mittleren Osten auf der Tagesordnung und David Petraeus war da. Also David Petraeus, der eben im Irak auch zuständig gewesen ist als General und wo damals ISIS oder damals, wie es noch hieß, Al-Qaida im Irak benutzt wurde, um Schiiten und Sunniten gegeneinander aufzubringen, damit nicht die amerikanischen Besatzer vertrieben werden. Also da ist zumindest damals die Verbindung gewesen. Ich fand es spannend, wie er vor Reportern in Dresden weggelaufen ist, fand es aber schade, dass sie nicht die wirklich interessanten Fragen gestellt haben. Wenn der Mann mir vors Mikro käme, hätte ich ihn sofort gefragt, was er über ISIS heute sagen kann. Und, da hättest du aber Turnschuhe haben müssen und mit ihm joggen gehen müssen, weil er war ja am Joggen, wo er rausgekommen ist. Ja. Wir haben ihn nur eine oberflächliche Frage gestellt und die Chance gar nicht genutzt, wirklich interessante Fragen zu stellen. Das fand ich sehr schade. Ich habe aber als einziger zwei Stunden lang mit einer Bilderberg-Teilnehmerin gesprochen, nämlich mit der höchsten Schweizerin, mit der Parlamentspräsidentin der Schweiz, habe ich mich zwei Stunden am Sonntag unterhalten und ihr Fragen gestellt. Ja? Und das, welchen Eindruck hast du, warum ist sie bei der Bilderberg-Konferenz und welche Bedeutung hat das, dass sie da gewesen ist? Weil sie ist das U-Boot von den Bilderbergen in der Schweiz, um die Schweiz in die EU reinzuholen. Weil sie ist ja voll ein EU-Turbo. Ihre ganze bisherige Politik war ja alles nur pro EU, pro Transatlantik, pro NATO, pro alles Westen, oder? Das ist ihre Politik und deswegen haben sie sie geholt. Hm. Ist denn in der Schweiz aktuell vorgesehen, will man mit EU-Mitglied werden? Nein, offiziell nicht. Aber das heißt ja nicht, dass sie es vorhaben und über die Hintertür machen. Ja? Hm. Ich meine, die sind ja permanent am Graben, am Versuchen, die Menschen zu überzeugen,
und oder über hinterrum über Gesetze, Gesetzanpassungen und Gleichschaltung das zu machen. Die machen das halt unter der Decke, oder? Das war ja genauso wie mit diesem sogenannten Schengen-Abkommen. Denn der Schweizer Bevölkerung hat man das Schengen-Abkommen mit dem Argument verkauft, es gäbe dann keine Grenzkontrollen mehr und es würde dann einfacher sein, sozusagen über die Grenze hin und her zu fahren. Das hat man ihnen gesagt. Dabei sind 160 Gesetze über das Schengen-Abkommen reingekommen in die Schweiz. Das hat man denen Schweizern nicht gesagt, dass die alle noch kommen werden. Und zum Beispiel wurde ja das Waffengesetz dadurch verschärft. Das hat man ihnen damals vor der Abstimmung nicht gesagt. All die negativen Sachen hat man den Schweizern nicht gesagt, was das für eine Konsequenz haben wird, das Schengen-Abkommen beizutreten. Ja, man hat ihnen nur die tollen Sachen, ja, keine Grenzkontrolle, was ja auch nicht stimmt, weil ja Grenzkontrollen stattfinden. Ich meine, das ganze Schengen ist doch sowieso eine Farce, weil es ja gar nicht passiert. Ja, ich meine, man wird kontrolliert. Ja. Soll ich sagen, ich fand es schön, dass man innerhalb des Schengen-Gebiets so frei reisen kann. Aber nachdem Flüchtlingszustrom so, ich sage es mal, chaotisch, wie das gelaufen ist, halte ich es für notwendig, die ganzen Leute nachzuregistrieren, um die Leute, die hier dschihadistische Taten verüben wollen, rauszufiltern. Und da hätte ich volles Verständnis, wenn man das Schengen-Abkommen wenn man davon Ausnahmen macht, um möglichst viele Leute nachzuregistrieren, hätte ich volles Verständnis, halte ich auch sogar für notwendig. Aber Schengen wurde ja verkauft mit dem Argument, die Außengrenzen werden geschützt, dafür sind die Innengrenzen offen. Das hat man uns verkauft, ja. Die Außengrenzen der EU werden dicht gemacht und die Innengrenzen innerhalb der Schengen-Mitgliedsländer ist offen. Und was ist? Die Außengrenzen sind aufgemacht worden und man hat die ganze Flut an diesen sogenannten Flüchtlingen reingelassen. Millionen hat man reingelassen, völlig unkontrolliert, ohne zu wissen, wer ist denn das überhaupt? Ja. Ja. Und das ist natürlich eine Frechheit, weil wenn du versuchst, als Nicht-Schengen-Mitglied außerhalb der EU ein Schengen-Visa zu bekommen, um in den Schengen-Raum einzureisen, dann ist das sowas von verdammt schwer. Das heißt, wenn du legal versuchst, in den Schengen-Raum zu kommen, ist es dir fast unmöglich, ein Schengen-Visa zu kriegen, denn du brauchst einen Garantär. Das heißt, du musst jemand haben, der für dich garantiert. Du musst ein Einladungsschreiben haben, du musst alle möglichen Beweise bringen, dass du genug Geld hast und dass du wieder zurückgehst und all diese Sachen musst du beweisen. Und die anderen, die Millionen, die haben nur schreien müssen, Merkel hat uns eingeladen und wir sind syrische Flüchtlinge. Und dann hat man sie über sämtliche Grenzen durchgewunken. Ja, ich meine, das ist ja nicht zu fassen, was da für ein Rechtsbruch gelaufen ist. Und wovon viele gar keine Syrer gewesen sind. Und der mazedonische Präsident hat sich an die Bild-Zeitung gewandt. Die haben 9000 gefälschte Pässe oder gestohlene Pässe sichergestellt und die wollten die Daten abgleichen und Deutschland ist zumindest bis zum Zeitpunkt des Interviews mit der Bild-Zeitung da nicht ernsthaft drauf eingegangen und Großbritannien liegt, weil da ein Aussteiger von ISIS auf die zugegangen ist, eine Kartei vor mit 22.000 vermuteten ISIS-Mitgliedern und ich habe nirgendwo gelesen, dass das ausgewertet worden wäre. Darüber hat Sky News berichtet, hat ORF berichtet und dann ist irgendwie scheinbar wieder das Thema in der Versenkung verschwunden. Ja, natürlich, weil man muss ja nur schauen, wer von den Medienchefs jetzt bei Bilderberg war. Ne? Es war der Chef von Springer, es war der Chef von Gruner und Jahr, es war der Chef von ProSieben Sat.1, das waren nur von den deutschen Medien. Ja? Und dann waren ja noch die Chefs von diversen anderen internationalen Medien dabei. Das heißt, die gehören doch alle dazu. Die ganzen Medien, die Politiker, die Konzernchefs, die Militärchefs, das ist ein Klüngel und die machen alle diese transatlantische Geschichte und New World Order. Das ist, was sie gemeinsam durchziehen am Programm.
Und wenn die Bild-Zeitung, wenn also der Chef vom Springer Verlag, dem die Bild-Zeitung gehört, wenn der schon zum zweiten Mal dabei ist, weil letztes Jahr war er auch dabei, dann heißt das, dass die Politik, die dort entschieden wird, über diese Medien dann verkauft wird an das deutsche Publikum und überhaupt an das Weltpublikum. Deswegen sind sie dort. Ja. Ich habe den Eindruck, die Medien sind grundsätzlich frei, aber wenn da diese Politik eingestreut werden soll, dann wird sie eingestreut, also dass die Propaganda mit runtermischen. Also du bist ja wirklich naiv, wenn du sagst, die Medien sind frei. Ich meine, sie können, solange sie der Agenda nicht zu sehr im Weg stehen, können sie auch was anderes berichten, die Journalisten. Ja, sie können über die Titten von der Lady Gaga schreiben, sicher, ja. Das können sie machen. Oder was weiß ich, irgendeinen Promi-Skandal können sie bringen. Klar, völlig belanglosen Mist können sie frei bringen, so viel sie wollen. Und über Fußball und was weiß ich was alles. Das können sie sicher frei bringen. Aber das Wesentliche können sie nicht bringen. Sie können weder die Wahrheit bringen, über was wirklich läuft, oder sonst was, oder was die Agenda ist. Die große Agenda können sie nicht bringen oder und schon mal gar nicht zu kritisieren, ja? Ja, ich finde es auch heftig, dass die Leute hierzulande noch nicht genug aufgewacht sind. Unsere Verteidigungsministerin ist da gewesen. Deutschland ist in einem völlig illegalen Syrien-Einsatz ohne Rechtsgrundlage. Jetzt denkt man noch über eine EU-Armee nach. Obwohl Bundeswehr eigentlich gebraucht würde, hier um unser Land verteidigen zu können, hat man bis zu 1200 Soldaten nach so Richtung Syrien geschickt, also so ist das Mandat. Und jetzt denkt man noch über eine EU-Armee nach, die fehlt dann, fehlen die Soldaten dann auch noch. Und die steht ja dann auch nicht unter deutschem Kommando, sondern dann haben wir noch weniger Leute, um hier für Sicherheit zu sorgen, wenn uns zum Beispiel ein dschihadistischer Angriff ins Haus steht, der ist ja auch prognostiziert worden für dieses Jahr. Dazu brauchst du nicht die Armee, dafür ist ja die Polizei und der Grenzschutz da. Kommt drauf an, wie viele Angreifer es sind, das ist völlig unklar. Ich kann nur den Kopf schütteln über den Mangel an Teilnahme von den Deutschen, weil wenn ich anschaue, wer da alles dabei war, ich meine, zum Beispiel der Achleitner, der war ja der Chef, der ist ja der Chef von der Deutschen Bank, oder? Der ist ja der Verwaltungsrats- oder wie nennt ihr Aufsichtsrat, den? Aufsichtsrat, glaube ich. Aufsichtsrat, Vorsitzende Deutsche Bank, ja? Ja. Der war da, nicht? Also, ist nichts. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ich hatte dich so weit verstehen können, dass du gesagt hast, dass Achleitner der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank ist. Ja, ich meine, das ist ja nicht eine unwichtige Person und auch nicht der Chef von Airbus, ist ja auch nicht unwichtig. Und die beiden waren ja die Gastgeber von der Bilderberg-Konferenz und sie haben das auch zum Teil finanziert, dieses Treffen, ja. Weil ich habe ja einen Tag vorher im Hotel übernachtet und habe dann natürlich da gewisse Sachen ausgekundschaftet und habe gesehen, dass die da im Innenhof vom Hotel so Zelte errichten, so Partyzelte. Und dann habe ich einen der Arbeiter gefragt, wer hat euch den Auftrag gegeben? Und dann hat er zu mir gesagt, Airbus. Nicht? Er hat also bestätigt, dass Airbus da diese Veranstaltung da finanziert, ja? Nicht? Wenn ich mir die Liste anschaue, zum Beispiel der Arenkiel Thomas, der ist ja der Verteidigungsminister von Dänemark und Dänemark ist ja ein ganz großer Spieler in diesen ganzen Kriegen. Also sie haben ja zum Beispiel auch mit ihren Kampfjets Libyen bombardiert, ja? Und so weiter. Also wenn ich die Liste mir anschaue, es ist unglaublich, wer dort alles dabei war. Oder die Anne Applebaum, die ist ja eines der Top-Journalisten von der Washington Post. Die war dort, also auch wieder eine Medienvertreterin, oder? Und so weiter und so weiter. Ich meine, wir haben schon gesagt, der Barroso war dort, der ehemalige Kommissionspräsident, nicht? Und so weiter. Der Chef von Shell war dort. Ja, ich meine, Shell, das sind ja gigantische Konzerne, die dort vertreten sind. Ja. Worüber Sie auch gesprochen haben, ist über die Europäische Union
und unter den Stichworten unter anderem Zusammenhalt, Vision, Reform. Ich denke, mit Zusammenhalt meinen Sie die Abstimmung, die heute in Großbritannien stattfindet, ja, ob Großbritannien austritt aus der EU. Genau, also Ihnen bricht ja der Laden da auseinander und jetzt müssen Sie halt verzweifelt versuchen, irgendwie den zusammenzuhalten, koste es, was es wolle. Ja? Und für mich ist klar, der Brexit heute, der wird nicht stattfinden, das wird man den Briten nicht erlauben. Das ist schon entschieden, dass das Referendum in England, das ist nur eine Show. Die Entscheidung ist schon getroffen worden, dass die nicht rausgehen. Ja. Wie kann die Entscheidung getroffen sein? Wie kann die Entscheidung getroffen sein? Man kann sie ja nur dann vorherbestimmen, wenn man in Kauf nimmt, Stimmen falsch zu zählen. Also ja, das traust du denen zu? Der große Skandal heute in England ist doch, dass die in den Wahlkabinen man Bleistifte ausgelegt hat. Keine Kohleschreiber, sondern Bleistifte. Das heißt also, es ist ein Kinderspiel, die Kreuzchen oder was immer sie machen müssen, auf dem Zettel zu verändern mit einem Gummi. Kann ich die doch verändern, wenn das Bleistifte sind? Das ist die Nachricht heute, dass das so ist. Ich meine, das ist ja nicht zu fassen, ist ja das. Ich weiß nur, in deutschen Behörden ist es nicht erlaubt, etwas Verbindliches mit Bleistift zu machen. Da muss man doch mit Kugelschreiber machen. Ja, aber in allen Wahlkabinen in England hat man heute Bleistifte ausgelegt, mit dem die Briten ihr Kreuzchen machen können. Das ist doch ein Witz. Und dann hört man immer von der EU und von der OECD und wie sie immer heißen, wenn sie dann Wahlbeobachter überall rausschicken in die Welt und dann die Wahlen kritisieren. Aber die eigenen Wahlen in der EU, die sind ja sowas von Bananenrepublik. Das gibt's gar nicht. Ich habe auch persönlich noch nie Wahlen, noch nie Abstimmungen gesehen, egal auf was für einer Ebene, wo man das mit Bleistift gemacht hätte. Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber so läuft's jetzt in England. Und dann erzähl mir doch nicht, dass das dann fälschungssicher wäre. Definitiv nicht. Da kann man ja direkt mit Wahlmaschinen kommen. Genau. Das finde ich ja heftig. Also da ist natürlich schon eine erhebliche Gefahr. Und so viel Wahlbeobachter kann man da gar nicht hinbringen, dass man das Fälschungspotenzial, wenn da wirklich durchgängig Bleistift also, statt du musst ja nur 1% fälschen, weil die Wahl ist so knapp, die ist wahrscheinlich 49-51 und da muss ich nur 1% rüberkippen in die gewünschte Richtung und schon habe ich die Wahl gewonnen. Ist doch ganz einfach. Ich muss ja nicht viele Zettel fälschen, ich muss ja nur ganz wenige fälschen. Das ist allerdings ein heftiges Risiko und man muss ja 100% kontrollieren, um 1% zu finden, wenn sowas passieren sollte. Das ist schon... Ja, genau, deswegen, komm, das ist doch alles eine Show, damit die Leute glauben, sie haben was zu wählen oder sie können wählen. Das ist doch sowas von absurd, ja. Und das sollen die sogenannten Werte der EU sein, ja, wo ich immer nur lachen kann, wenn ich das höre. Die europäischen Werte. Ja. Die Werte der EU, die sind aber auch definiert in Artikel 2 EU-Vertrag. Das ist grob gesagt Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Und die EU erlaubt sich sogar aus Sicht des EU-Rechts überall in der Welt einzumarschieren, wenn die beschließen, dass da irgendwo hinreichend schwere Verletzungen davon sind. Ja. Artikel 42 EU-Vertrag. Militärische Mission Zeit, dass jemand in der EU einmarschiert, um Recht zu machen. Ja? Ja, könnten sie eigentlich direkt dann beim britischen Wahlkonzert, ja, bei den britischen Wahlkabinen erscheinen und Kugelschreiber verteilen. Genau. Sie könnten auch in Brüssel mal aufräumen, weil dort kann überhaupt niemand gewählt werden von diesen ganzen Kommissionen und Kommissaren und wie sie alle heißen. Ja? Übrigens, der Chef... Einer der Mitchefs von der Europäischen Zentralbank war auch bei Bilderberg. Ja? Benoît Cœuré, der war auch letztes Jahr da, soweit ich mich entsinne. Ja, letztes Jahr war er auch da. Nicht? Also, wie gesagt, das sind alles die Top-Leute von sämtlichen wichtigen Institutionen, ob es jetzt Ölkonzerne, Industriekonzerne, Internetkonzerne, Energiekonzerne, ist egal was, Medien, Politik, Militär, Geheimdienste, alle waren da. Und dann erzählt man uns in den Medien, das wäre ein Kaffeekränzchen.
Ja? Definitiv nicht. Der Benoit Curé war auch da, bevor Griechenland griechische Staatsanleihen zurückhaben wollte von der EZB, was die EZB gekauft hatte, und bevor Griechenland dann auch einen ESM-Kredit aufgenommen hatte. Eine völlig unsinnige Entscheidung. Und er war vorher bei der Bilderberg-Konferenz gewesen, 2015. Zum Beispiel der Laurent Fabius war da, der französische Präsident Verfassungs... Genau, die haben kein Verfassungsgericht, sondern ich glaube, das ist der Conseil National, ja, mit dem die vorher prüfen, ob wenn ein Gesetz gemacht wird, ob es verfassungsgemäß ist. Das genau. Haben die Stadt Verfassungsklage. Ja. Ja, der Fabius war auch dabei, oder? Ausgerechnet in einer Zeit, wo man drastische Arbeitsmarktreformen will in Frankreich. Dann die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die Kristalina Georgieva, die war auch dabei. Ja? Und so weiter und so weiter. Also Sylvie Goulard war dabei, das ist Mitglied vom Europäischen Parlament. Ja? Und ich weiß nicht, wer da, die Lili Gruber. Das ist eine der wichtigsten, also der prominentesten Journalistinnen im italienischen Fernsehen. Das ist so eine Art Göttin, ja, des Nachrichtengeschäfts in Italien. Die ist ja schon oft dabei gewesen und jetzt wieder. Ja. Ja. Wer diesmal auch dabei war, ist Hans-Werner Sinn. Hans-Werner Sinn gehörte ja auch zu den Leuten, die die Politik im Namen der Euro-Rettung mit der Troika, wo es ja immer nur um Bankenrettung geht, kritisiert haben. Was hat der für eine Aufregung gemacht wegen der Target-Salden bei dem Target-System? Und die ganzen Mechanismen zur Bankenrettung im Namen des Euro und was die Staaten zur Privatisierung bringt und möglichst alles zu privatisieren und das Sozialsystem runterzufahren. Der Chef von Siemens, der Joe Kaeser war dabei. Der Chef von der Deutschen Börse, der Carsten Kengeter war dabei. Und ich meine, der Kissinger war sowieso, der ist ja immer dabei. Und so weiter. Du kannst, wenn du die Namen runterzählst, das ist nicht zu fassen, wer da alles dabei war. Was ich eben bemerkenswert finde, diese ganzen Mechanismen für die Banken im Namen des Euro, da sind ja Leute wie Schäuble, da sind Leute wie Barroso ja schon von erheblicher Bedeutung. Schäuble gehört ja zu den Leuten, die auch vor allem aus der Politik mit einem strengen Sparkurs immer verlangt haben und immer Angst gehabt hat, dass die Märkte nervös werden könnten, so seine Metapher. Und Barroso war EU-Kommissionschef, als diese ganzen Mechanismen geschaffen wurden und hat da auch öffentlichkeitswirksam dafür Stimmung gemacht. Und Hans-Werner Sinn ist angeblich so dagegen angegangen und ist jetzt auch bei Bilderberg zu Gast. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ernsthaft ist es ihm damals gewesen oder hat er einen Sinneswandel durchgemacht, der Herr Sinn? Ja, ist ja immer so, dass es, wenn ich meine, man muss ja nur gucken, was mit den Piraten in Deutschland passiert ist, oder? Die Piraten, die kamen hoch, man hat gedacht, wow, jetzt sind sie gewählt worden und so weiter und so weiter. Und was ist dann passiert? Der Chef von den Piraten wurde von Henry Kissinger eingeladen und seitdem ist die Piratenpartei verschwunden. Die gibt's nicht mehr. Ja. Ich denke, bei den Piraten, die haben sich auch, auf ganz wenige Themen fokussiert, die was vorübergehend mal der Hype war und auch, auf Datenschutz. Aber letztendlich hat es der EU in die Hand gespielt und den Bilderbergern, weil man schaue Bilderberg-Konferenz 2011, die EU-Zensurverordnung im Namen des Datenschutzes, wo man dann im Namen des Datenschutzes eine Folgenanalyse machen muss, wenn man über Leute mit elektronischen Hilfsmitteln etwas verbreitet oder Leute auch nur interviewt und das dann ins Netz stellt und so weiter. Wenn die Datenschutz- und Überwachungsbehörde nicht einverstanden ist, wenn die sagen, Folgenanalyse ist nicht da oder nicht umfangreich genug, kann man bis zu 20 Millionen Bußgeld verhängen und das Ding ist in Kraft. Und die Piraten, die haben sich nicht dagegen eingesetzt. Warum denn auch? Steht ja Datenschutz drauf. Da muss man das machen. Ja, weil sie rübergeholt wurden auf die andere Seite, oder? Nee,
Nee, die haben sich das Ding nicht durchgelesen und die haben den Hintergrund nicht verstanden. Jeder, der halbwegs wach ist, sieht dann, wie, so riesige Bußgelder, das ist völlig außer Verhältnis von Datenschutzverletzung, da muss was anderes dahinter stecken. Aber da, wo ihre härteste Probe gewesen wäre, haben die Piraten versagt und sie haben sich zu sehr auf das Thema konzentriert. Und die anderen existenziellen Dinge, die haben sie wirklich nicht angegangen. Naja. Ich denke, deswegen sind die auch wieder weggebrochen. Der Premierminister von den Niederlanden und von Belgien war da. Also die Regierungschefs der Niederlande und von Belgien waren da. Ja. Zu den Niederlanden gibt es ja lange schon die Verbindung zu dem niederländischen Königshaus. Der Vater von Königin Beatrix war ja der langjährigste Bilderberg-Vorsitzende. Genau. Und so weiter und so weiter. Dann der Klaus Schwab war dieses Mal dabei, zum ersten Mal. Er ist ja der Gründer und Chef von WEF, von World Economic Forum, was ja in der Schweiz im Februar immer stattfindet als großes Wirtschaftstreffen. Ja, also er war auch dabei. Ja. Dann der türkische Vizepremierminister, der Mehmet Simsek, war dabei. Ja. Der Chef von BP war dabei. Und so weiter. Du kannst sie alle aufzählen, alle waren so dabei. Was ich bemerkenswert finde, 2014 nach der Bilderberg-Konferenz, wo man über Architektur des Mittleren Ostens diskutiert hat, wenige Tage danach ist damals die große ISIS-Offensive im Irak losgegangen. Und interessanterweise, es gibt ja auch verschiedene Modelle, wie man Mittleren Osten neu strukturieren könnte. Unter anderem eben aus Syrien und Irak 4 verschiedene Gebiete machen. Also die Alawiten im Westen von Syrien, im Süden vom Irak die Schiiten, dazwischen ein Sunnistan. In die Richtung hat ISIS gestrebt und im Norden ein Kurdenstaat. Das ist ein Modell, was in der New York Times Juli 2013 war für Neuordnung des Mittleren Ostens. Da stellt sich die Frage, ob man sich daran orientiert hat. Und jetzt bei dieser Konferenz 2016 ging es wieder um Mittleren Osten. Herr Petraeus war zum Beispiel da. Und jetzt, pikanterweise, wenige Tage danach, gibt es einen Protest vom syrischen Außenministerium, dass unter anderem auch deutsche Truppen in Syrien gefunden worden sind, eben zur Unterstützung der Kurden, aber ohne Genehmigung der syrischen Regierung. Und es gab ziemlich heftigen Protest. Die sind gerade vom diplomatischen Ton noch unterhalb des Wortes militärische Intervention geblieben. Sehr harter Protest, aber unterhalb dessen. Das heißt, die deutsche Bundesregierung bricht das Grundgesetz, in dem sie Truppen ohne Erlaubnis des jeweiligen Staates dort einmarschiert. Ich meine, das ist nicht zu fassen, ja? Nicht zu fassen, was abgeht. Und es macht niemand was dagegen. Die Leute pennen alles, sie hocken vorm Fernsehen, gucken Fußball oder ich weiß nicht, was sie machen, aber sie kümmern sich nicht um diese ganzen Gesetzesbrüche ihrer Regierung. Ja? Ich meine, ich muss sagen, Sarah und ich zum Beispiel, wir haben was gemacht. Also ich kann jetzt nicht sagen in eigener Sache, denn es hängt ja letztendlich die ganze Menschheit indirekt damit daran, dass Leute so wach sind. Also einmal war unsere Verteidigungsministerin bei Bilderberg 2015, spricht über die europäische Sicherheitsstrategie, wie du damals rausgefunden hast durch die Anfrage beim Verteidigungsministerium. Beschließen die im Haruk-Verfahren innerhalb von 2 Tagen in Syrien einen Satz mit Gummiermächtigung. Und ich meine, Sarah hat ja dagegen geklagt und gegen diesen Syrien-Einsatz und alles aufgezeigt, was woran es fehlt. Und da haben die eine Bündnisfallklausel bei der EU, die überhaupt nicht ratifiziert ist, und haben die angewandt. Und es war kein Bündnisfall. Es hat am 13.11.2015 die schrecklichen Anschläge in Paris, weil es zu wenig Angreifer waren. Das war nicht kein militärisch bewaffneter Angriff. Und dann meint man, Syriens Souveränität da nicht achten zu müssen. Aber der Angreifer ist ja ISIS gewesen und nicht Syrien. Und es ist überhaupt nicht geklärt, nicht bewiesen, gerichtsfest, wer hinter Syrien steckt, wer diese Leute da wirklich kommandiert hat. Und es war bestimmt nicht Syrien, die viel schlimmer als alle anderen unter ISIS zu leiden haben.
Die hätten, wenn die Syrer hätten sicherlich, wenn sie gekonnt hätten, alles getan, um uns zu helfen, dass da sowas wie in Paris nicht passiert. Natürlich. Ich meine, ich sag ja, es ist einfach eine Schande, dass man den Leuten dauernd, was passiert, vorkaut, vorzeigt, ihnen die Wahrheit um die Ohren haut, man tut ihnen alles zeigen, was passiert, und sie tun einfach nichts. Sie tun nichts, und das ist echt schlimm, ja. Und dann wird's wieder heißen, wenn's dann zu spät ist, wird's dann heißen, ja, ich hab nichts gewusst, ja. Es gibt ja noch einen Zusammenhang mit Bilderberg. Diese Verfassungsklage, die ist am 12.04. nicht angenommen worden. Erfahren haben wir das erst am 15.04. Wir haben da ein paar Monate drüber geschwiegen, damit die Situation nicht eskaliert, dass mehr Leute noch denken sollten, sie hätten darüber vielleicht noch nichts entschieden, damit die sich nicht ermuntert fühlen zu eskalieren. Aber da das inzwischen sowieso passiert, kann ich da inzwischen auch drüber reden. Wir haben auch eine Pressekonferenz in Dresden gehabt, um da Teile der Presse schon mal zu informieren. Und ja, aber was ich meine, es hätten mindestens in einer Großstadt wie Dresden 1.000, 2.000, 5.000, was weiß ich, 10.000 Leute auf die Straße gehen müssen, um gegen diese geheime Kabale, die die wichtigsten Entscheidungen trifft über Krieg und Frieden und über was in Europa passiert und überhaupt, hätten doch Massen auf die Straße gehen müssen und die haben, und niemand war zu sehen. Niemand war zu sehen. Ja? Und dann, ich sag euch, dann bekommt ihr, was ihr verdient. Dann bekommt ihr das, was ihr verdient. Ja, ich meine, die Leute, die sich einsetzen, die sind da mit davon betroffen. Das finde ich ein bisschen ungerecht. Natürlich ist es ungerecht, ja. Guck mal, der Syrien-Konflikt wäre dreimal beinahe zum Weltkrieg eskaliert. Und was sie da in Karlsruhe dann gemacht haben, so nach dem Motto Nichtannahme, als wäre keine Betroffenheit, keine Rechtsfortbildung gegeben, das ist so, wie wenn die implizit sagen würden, gut, wir haben jetzt zur Kenntnis genommen, dreimal wäre es beinahe zum Weltkrieg eskaliert, wir haben zur Kenntnis genommen, ISIS will nachweislich, dass die Staaten sich gegenseitig in Syrien aneinander geraten und dass ein Weltkrieg entsteht. Und das Recht auf Leben und das Recht auf Menschenwürde ist davon nicht betroffen. Es ist dermaßen heftig. Aber ich sehe das so, Richter Huber wollte ja eine Revolution, hat er ja angekündigt als Idee, wo anlässlich des Fiskalpaktes, um die Ewigkeitsgarantie aufzubrechen, also die Grundrechte und Strukturprinzipien schützt im Grundgesetz. Und hier, das war mal wieder ein Teil der Revolution von Richter Huber, was auch immer genau sein Motiv dabei sein mag. Er war der Berichterstatter dafür. Ja. Was mich auch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, was mir wieder gezeigt hat, was in Deutschland los ist, ist die brutale Vorgehensweise der Polizei gegen jeden, der nur ein bisschen versucht hat, seine Meinung zu äußern. Das heißt, die freie Meinungsäußerung gibt's nicht mehr in Deutschland. Denn wenn ich ein Plakat hochhalte, wo ich irgendwas draufschreibe und sofort stürzen sich 10 Polizisten auf mich drauf und zerren mich über die Straße und schlagen mich dann hinter den Mannschaftswagen zusammen, ja, dann, was ist denn das? Das ist der Polizeistaat und die Gestapo, ja, das ist in Deutschland jetzt los. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe das so, dass da völlig unverhältnismäßig ins Versammlungsrecht eingegriffen wird, aber Schutz der Meinungsäußerung gibt es schon noch. Solange das nichts mit Europa zu tun hat, da gibt es zum Beispiel vom ersten Senat, vom Verfassungsgericht, einige Urteile, die der Meinungsfreiheit sehr viel Raum geben. Das ist was erster und zweiter Senat in Karlsruhe, die verhalten sich, als leben sie auf verschiedenen Planeten. Und mir ist auch nichts bekannt explizit, dass konkrete Richter unter Einfluss von Bilderbergern stünden im ersten Senat, ganz anders als beim zweiten Senat Richter Huber und Voskuhle zum Beispiel. Also da sehe ich schon. Also, ja, aber was spielt das für eine Rolle, was die Richter entscheiden? Wichtig ist doch, wie es auf der Straße die Exekutive dann ausführt. Ja,
Ich meine, wenn ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen, wie harmlos. Zum Beispiel wurde ja ein britisches Pärchen, das ein Baguette in der Hand hatte, wurde von der Polizei, wurden sie auf die Seite gezerrt und dann wurde behauptet, das Baguette wäre eine Waffe. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und das habe ich selber gesehen. Ich habe selber gesehen, wie die Bullen sich auf die draufgestürzt haben und dann behauptet haben, das Baguette, dieses längliche französische Brot, das wäre eine Waffe. Dabei war es ihre Jause, ja. Und deswegen haben wir dann, und die Story war übrigens in der Bild-Zeitung, in der Dresdner Version von der Bild-Zeitung haben sie das auf der ersten Seite gebracht. Und das hat mich gewundert. Und wir haben dann eine Aktion gemacht. Ich habe dann 12 Baguettes gekauft und dann sind wir alle 12 mit so einem Baguette in der Hand rund um das Hotel gelaufen, einfach um zu sehen, ob sie uns auch jetzt angreifen und behaupten, das wäre eine Waffe. Ich meine, das ist doch absurd, was da abgeht. Ja, also ich meine, wir sind auch da gewesen. So drastische Dinge sind in der Zeit nicht passiert, aber also wo wir da wo wir gewesen sind, vor dem Hotel gestanden haben. Aber es wurde ja sogar jemand, der einen leeren Karton, wo überhaupt nichts drauf stand, aber der hat das nur hochgehalten, wo nichts drauf stand, den haben sie weggezerrt. Und ein anderer, wo drauf geschrieben hat, was hat er geschrieben? Also, wenn ich dieses Plakat zeige, dann werde ich verhaftet oder irgend sowas, hat er auf das Plakat draufgeschrieben und dann haben sie ihn auch weggenommen. Ja? Ich meine, das ist nicht zu fassen, was da abgeht. Ja. Ja, ich meine, sie haben ja vorher das Gebiet angegeben, wo man nicht demonstrieren soll und keine Kundgebung machen soll. Da konnte man sich ja dran halten. Warum? Es ist relativ. Ich meine, das ist ja eh schon mal in illegale sozusagen Veranlassung gewesen, diesen Sperrkreis zu machen. Ja, ich meine, das ist doch öffentliches Land und das Ganze ist eine Privatveranstaltung. Ich meine, wieso kann man da nicht dort stehen, auf öffentlichem Boden? Ja? Vielleicht wegen der Staatsgäste, auch wenn es privat ist. Aber andererseits, wenn Hollands Krone zum Skifahren geht, da wird auch nicht für Sicherheit gesorgt in dem Maße. Genau. Und so weiter. Also ich habe auf jeden Fall wieder gesehen, wie die Staatsmacht da zuschlägt und dass sie völlig willkürlich da vorgehen. Und sie wollen einfach nicht, dass man seine Meinung äußert. Die Meinung darf man äußern, einen Kilometer weit weg, ja, wo es eh nichts bringt. Ich meine, was nutzt eine Demo zu machen, weit weg vom Geschehen? Ja, das bringt ja nichts. Es bringt dann was, wenn man es dann entsprechend filmt und die Leute es nachhinein sich angucken können. Aber es geht ja auch darum, dass die Bilderberger hören, dass es dass vom Volk hören, was da abgeht, das, was sie da machen, nicht richtig ist. Die müssen es doch mitkriegen. Wenn man das Ganze weit weg macht, dann kriegen die ja gar nichts mit. Und das hat mir ja auch die Frau Markwalder, wo ich mit ihr 2 Stunden geredet habe, hat sie mich ja gefragt, ja, was haben denn die Leute gerufen? Das heißt, sie haben gar nicht gehört, was da ablief. Und so. Was ich interessant fand auch. Moment, der Skandal ist ja eigentlich, und das hat überhaupt nichts mit Verschwörung zu tun. Also der Hammer ist ja, dass diese Privatveranstaltung, die uns ja nichts angeht, von 400 oder mehr Polizeibeamten eine ganze Woche lang 24 Stunden am Tag bewacht wurde und der Steuerzahler zahlt diese ganzen Kosten. Ich meine, das ist doch der Hammer. Das hat doch nichts mit Verschwörung zu tun. Das hat mit Finanzen zu tun. Und dann erzählt man den Bürger, man hat kein Geld für Kindergärten, man hat kein Geld für Schulen, man hat kein Geld für die Straßen. Aber für die Bewachung von dieser Privatveranstaltung hat man Geld. Und das kostet Millionen. Ja. Ja. Was ich auch interessant finde. Alleine deswegen hätte man schon protestieren müssen. Nur deswegen.
weil hier Geld verschleudert wird für etwas, was gar nicht notwendig ist. Wenn die Bilderberger ein Treffen machen, ein Privattreffen, dann haben sie eine private Securitas zu holen, um sich zu schützen, und dann nicht die Polizei. Ich meine, wenn ich eine Party mache und ich will, dass die beschützt wird, dann muss ich auch meinen privaten Sicherheitsdienst engagieren, der mich beschützt. Ich kann doch nicht die Polizei holen und dann auf Steuerkosten, dass sie da rumstehen. Ja. Wenn man jetzt eine große Demonstration machen will, hat man ja auch ganz andere Auflagen, was man machen muss, als wenn es nur ein paar Leute sind. Oder Demonstration ist ja auch immer, man muss mehr für die Sicherheit tun, als bei einer Kundgebung, die an einem und dem bestimmten Ort bleibt, an einem bestimmten Ort. Allein schon, wenn da wirklich viele Leute voraussichtlich teilnehmen, da geht ja auch um die Kosten, da stellt sich die Frage, wer bezahlt das zum Beispiel, wenn dann zahlt das der Staat, wenn man dann zum Beispiel einen Krankenwagen dastehen muss für den Fall der Fälle, oder muss das ab einer gewissen Größenordnung Veranstalter mittragen und solche. Das ist ja was anderes. Das ist ja wohl ein Demonstrationsrecht, kann man doch nicht vergleichen mit einer Privatveranstaltung. Mit einer Privatparty, wo sich Leute treffen. Ich meine, das erzählen sie uns ja, das wäre eine Privatparty, die geht uns nichts an. Und deswegen haben wir überhaupt kein Recht zu fragen, was sie da machen. Aber der Staat muss die ganzen Sicherheitskosten zahlen, also der Steuerzahler. Das geht doch nicht. Ja? Das sehe ich auch so. Was ich auch interessant gefunden habe, Sie haben auch sensible Themen über die USA angesprochen, und es war nur ein Senator da aus den USA, keiner von der Regierung, ausschließlich Senator Lindsey Graham von den Thinktanks. Da waren Leute da, von CFR bis Carnegie Endowment for International Peace, da waren eine ganze Menge Thinktanks dabei, aber nur ein wirklicher US-Politiker. Ja, und Moment, dafür waren aber andere Leute da, die Politiker steuern, wie der James Johnson, oder? Der James Johnson war übrigens mal vorgesehen als Präsidentschaftskandidat, bis man ihn überzeugt hat, dass er eher als Wahlkampfhelfer für die Hillary Clinton und überhaupt für die Demokraten zu funktionieren hat. Und der war da, nicht? Und den haben wir übrigens versucht anzusprechen, weil er ist ja draußen rumgelaufen. Er hat gemeint, wir erkennen ihn nicht mit seiner weißen Baseballkappe. Aber wir haben ihn natürlich sofort erkannt und sind auf ihn los. Und dann hat er uns gesagt, haut ab, hat er dann gesagt. Ja. Und das ist eine ganz wichtige Figur, der die Fäden zieht in Amerika, der James Johnson. Ja. Das heißt, er hat ja auch den Wahlkampf von Obama. Hallo. Da so ist die Verbindung auch dann rüber zum Wahlkampf, ja, zum Wahlkampf, der jetzt stattfindet in Amerika. Wo jetzt Hillary und Trump die endgültigen Kandidaten sind von den zwei Parteien. Von den anderen Parteien kriegt man ja eh nicht mit, wer, dass es sie überhaupt gibt und dass es auch dort Kandidaten gibt. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, dass die Medien so tun, als wenn es nur zwei Kandidaten gibt. Dabei gibt es ja insgesamt 10 von allen möglichen verschiedenen Parteien, von den Grünen und von den Liberalen und von den Kommunisten und ich weiß nicht wer. Die haben ja alle Präsidentschaftskandidaten. Sind ja nicht nur die beiden Republikaner und Demokraten. Nur die beiden werden aber von den Medien gezeigt. Selbst ein Staat wie Katar, der Fernsehsender Al Jazeera in Katar bringt, ich habe es zumindest vor ein paar Jahren mal gesehen, aber ich glaube, dass das sich auch zur guten Gewohnheit gemacht hat, würde ich mal mutmaßen, auch Kandidaten von anderen Parteien in den USA. Ja, das ist ja auch richtig. Nur man gibt ihnen ja überhaupt keine Fernsehzeit. Das heißt, und wenn man ihnen keine Fernsehzeit gibt, dann wissen ja die Leute gar nicht, dass es noch andere Alternativen gibt, außer Hillary und Trump. In Frankreich ist es anders. Da guckt man auf die Stoppuhr, wie lange die Leute im Fernsehen reden dürfen. Da sind sie wirklich sehr fair. Die haben zwar auch eine hohe Prozenthürde, aber zumindest in den Medien sind sie fair beim Wahlkampf. Ja. Mag sein, ja, aber in Amerika nicht. Und deswegen, die Leute wissen ja gar nicht, dass es auch einen grünen Kandidaten gibt. Nicht? Und so. Die haben null Ahnung darüber, weil wenn die Medien natürlich nichts berichten, dann gibt es die Person gar nicht. Ne?
Hier bei den USA haben Sie über politische Lage gesprochen, über Wachstum und auch über Schulden. Das hat mich natürlich hellhörig gemacht, weil die USA in den letzten Jahren mehrmals das Schuldenlimit haben erhöhen müssen. Ja, natürlich. Die haben ja aufgehört mit ihrem, mit ihren Schuldengrenzen. Sie haben einfach gesagt, die ist unbegrenzt jetzt. Ne? Ich meine, sie geht ja nicht, dass sie alle 6 Monate wieder am Anstoß sind und wieder das Limit erhöhen müssen. Dann haben sie einfach gesagt, hören wir doch auf mit dem und sie können einfach Schulden machen, ohne dass es ein Limit gibt. Fertig. Das ist ja so eine Farce. Ich meine, der Obama, der hat ja mehr Schulden aufgetürmt in seinen 8 Jahren als alle Vorgänger vor ihm. Ich meine, das ist mal unglaublich. Ja? Das ist ja nicht zu fassen. Der hat ja wo er an die Macht gekommen ist, damals vom Bush, da hat der Bush 10,5 Billionen Schulden aufgetürmt und jetzt sind es 20. Jetzt sind es 20 Billionen. Ja, unglaublich. Nicht. Das heißt, er hat das, was die ganzen Vorgänger bis zum Bush aufgetürmt haben, hat er verdoppelt. Das ist nicht zu glauben. Es ist schwer nachvollziehbar, wie man das hinbekommt. Ja, ich meine, es ist ja so, die Hälfte der Steuereinnahmen der Vereinigten Staaten geht für Rüstung und Militär drauf. Die Hälfte der Steuereinnahmen geht für diese ganzen Geheimdienste, Militär, Kriege und so weiter drauf. Und das bedeutet, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist und deswegen muss es auch immer Kriege geben, weil ohne dem funktioniert ja der amerikanische Staat gar nicht, ohne Kriege. Und deswegen müssen sie dauernd Konflikte haben. Ja. Und es ist ja ungeheuerlich, was die für eine Maschinerie da über die Jahrzehnte aufgebaut haben, die so viel Geld frisst, wo ihnen aber gleichzeitig die Brücken wegbrechen, die Straßen kaputt gehen, die Bevölkerung völlig verarmt ist, 50 Millionen leben von Lebensmittelmarken. Und wenn du nach Detroit und Chicago und St. Louis und nach New Orleans und ich weiß nicht, wie die ganzen Städte heißen, hingehst, dann meinst du, das wäre Afrika, da wäre jetzt ein Krieg ausgebrochen, so kaputt ist alles dort, ja? Hm. Ja. Und sie gaukeln der ganze Welt mit ihren Hollywood-Scheißdreck-Filmen und TV-Serien, gaukeln sie einen Wohlstand vor, den es überhaupt nicht gibt in Amerika. Die gaukeln, wenn man sich die Fernsehserien und die Filme und alles anschaut, meint man, das ist ja wunderbar, das ist ja Paradies dort, ja. Und dabei bricht ihnen der Laden sowas von zusammen und die Menschen sind so arm in Amerika und die krebsen gerade mit ihrem Salär von einem Monat in den nächsten rüber, kurz vorm Verhungern, ja. Die Masse der Leute, ja. Und übrigens in Deutschland ist es ja genauso. Ich meine, wenn du ins Ruhrgebiet gehst und in Niederrhein und in andere Städte, da meinst du ja auch, du bist irgendwo in einem Armenhaus gelandet, oder? Ich meine, die Innenstädte sind ja alle zugenagelt und die Geschäfte leer. Naja, Arbeitslosengeld 2. Wenn die Leute sanktioniert werden wegen nicht genug Arbeitsbemühungen, da stellt sich dann auch die Frage, wie viel von denen noch genug zu essen haben. Weißt du, dass 1,5 Millionen Haushalten letztes Jahr in Deutschland der Strom abgestellt wurde? War mir nicht bekannt. Weil sie ihre Rechnung nicht mehr zahlen können. Jetzt musst du mal vorstellen, die sitzen im Dunkeln. Die haben dann keinen Kühlschrank mehr und können nicht mehr kochen und Fernsehen gucken und Licht haben sie auch keins mehr. Ich meine, das ist ja nicht zu fassen. Da sind ja die afrikanischen Länder besser dran. Ja. Und übrigens in der Schweiz, ich meine, meine Freunde in der Schweiz haben mir gesagt, dass es auch dort voll bergab geht. Ja? Also dass die Schweiz angeblich noch einen hohen Wohlstand hat, das ist auch nicht mehr so. Es geht auch kontinuierlich runter.
Und dann frage ich mich, auf was die Leute eigentlich warten. Auf was warten sie denn, wenn sie so passiv sind und nichts tun? Und ich immer wieder, ich meine, wo wir vor dem Zaun gestanden sind, dann sind ja ein Haufen immer so Touristengruppen vorbeigelaufen, weil ja Dresden sehr touristisch ist, oder? Hast du ja selber gemerkt. Ja, klar. Da sind da die Touristengruppen vorbei und dann haben sie uns gefragt, wieso steht ihr da? Was ist hier los? Das zeigt, sie haben nicht einmal gewusst, was los ist. Ja, und zweitens, wo wir dann erklärt haben, wer sich da Dresden trifft, dann haben sie, ja, uns geht's ja noch zu gut oder irgend so blöde Sprüche haben sie gesagt, ja. Ich meine, auf was warten sie eigentlich? Bis sie verhungern oder wie? Bis ihnen die Gestapo die Tür eintritt und sie dann abholt oder was? Auf was warten die denn? Ja, dann, wenn es zu spät ist, kann man dann nichts mehr machen. Dann ist der Zug abgefahren. Ja, ich denke, das mit Gestapo vielleicht mal als Metapher. Heute würde man das anders etikettieren und anders organisieren. Aber Militär im Innern hat die EU ja schon. Auch davor will man ja nicht schützen, wenn die Regierungschefs bzw. die zuständigen Minister sich einig sind, können sie Militär im Innern einsetzen zum Schutz unter anderem auch von Eigentum. Egal von wessen Eigentum, wenn sie nur sehen, da ist Eigentum gefährdet. Es ist ziemlich, ziemlich heftig. Und im Entwurf von dem Ding, das, was jetzt beschlossen worden ist, 2014-415-EU, im Entwurfsfassung hieß es, die Entwurfsfassung, das Aktenzeichen ist mir entfallen, aber darüber haben wir auch geschrieben bei unserem Politikblog. Da wollte noch die Kommission dann über die gemeinsamen Truppen das Kommando haben, wenn die EU-Armee im Inneren einmarschiert, oder Truppen der EU-Mitgliedstaaten, meine ich, nach der sogenannten Solidaritätsklausel. Von Menschen verursachte Katastrophen steht da drin und das ist definiert worden, unter anderem auch wenn Eigentum bedroht ist. Also und die Kommission wollte gerne das Kommando haben, das hat sie nicht gekriegt. Nur wenn die Mitgliedstaaten gemeinsam die einsetzen wollen, das ist schon mal eine gewisse Hürde, die Bürger schützt. Es ist mir jetzt eingefallen von wegen Gestapo, also Sicherheitskräfte, die Bürger gefährden. Ja, und heute ist ja das Gleiche jetzt passiert in Deutschland wie in Amerika. Es hat sich einer in einem Kino verschanzt und scheinbar da wild rumgeschossen. Und dann sind die Sondereinsatzkräfte rein und haben ihn getötet. Das ist heute in Deutschland passiert. Er hat ein paar Geiseln genommen in einem Kino und dann gab es ein paar Schüsse und scheinbar ist er jetzt tot. Die Polizei hat ihn erschossen. Also wir haben die gleichen Zustände wie in Amerika. Ja, kommt darauf an, wie sehr sich das häuft, ob man das vergleichen kann. Ich weiß es nicht. Ja, aber das sind die Anfänge. Ne? Die Anfänge sind jetzt da. Ich weiß jetzt nicht, was sein Motiv war, was ihn getrieben hat, oder warum er sich da in den Kino verschanzt hat und Geiseln genommen hat. Weiß ich jetzt nicht. Irgendeine Story werden sie uns schon erzählen. Nicht? Aber offensichtlich ist jetzt das Gleiche passiert, was man schon seit vielen Jahren in Amerika erlebt. Ich wollte nochmal zu Bilderberg zurückkommen. Meine Hoffnung bei Bilderberg ist ja, ich meine, diese Chatham-House-Regel mit der Verschwiegenheit ist ja nur privatrechtlich. Und wenn ein öffentlich-rechtlicher Auskunftsanspruch dem gegenübersteht, dann müssen die sehr wohl Auskunft geben. Ich meine, man kann durchaus, wo es Gesetze, Transparenzgesetze gibt, zum Beispiel wenn Abgeordnete an solchen Konferenzen teilnehmen, das oder Regierungsmitglieder, man kann durchaus Gesetze machen, dass darüber Auskunft gegeben werden muss. Ah ja. Es hat sehr oft genug gegeben, parlamentarische Anfragen in den diversen Ländern, ob in Deutschland, in der Schweiz, in was weiß ich, überall wurden ja parlamentarische Anfragen an Teilnehmer von Bilderberg gestellt. Und was haben sie gesagt? Es geht euch nichts an. Fertig. Ja. Das ist aber meines Erachtens rechtswidrig. Normalerweise öffentliches Recht ist doch höher als Privatrecht. Ja. Da muss man dem Parlament doch Auskunft geben.
Ja, oder sie erzählen irgendeine Story, ja, es war halt irgend so ein belangloses Treffen, es wurde überhaupt nichts Wichtiges besprochen, außerdem haben wir über das Wetter geredet und fertig. Und haben ein paar Fotos unserer Kinder rumgereicht und das war's dann. Ja. Ich meine, irgend so ein Märchen erzählen sie dann. Ja. Das ist doch ein Witz. Also wie wenn die wichtigsten Leute von Amerika und Europa um die halbe Welt fliegen und sich für 4 Tage treffen, 4 Tage aus ihrem vollgestopften Terminkalender da extra dafür reservieren, um dann übers Wetter zu reden oder was. Mhm. Ja, ich meine, das erzählen die uns. Solche Lügen erzählen die uns. Ja, und die Leute glauben das und die Medien schreiben das. Ich meine, ich weiß ja noch, bis vor 5 Jahren haben ja die Medien gesagt, Bilderberg gibt's gar nicht. Wir würden da was erfinden. Jetzt geben sie ja wenigstens zu, dass es sie gibt, nur sie sagen, es wäre völlig harmlos. Ja. Wie schätzt du das ein auf dem Weg zur neuen Weltordnung? Sind die weiter vorangeschritten? Natürlich, absolut. Nicht? Ich möchte nur auf den neuesten Film hinweisen, die Independence Day, gibt's ja jetzt einen Nachfolgefilm, Independence Day, ist ja bekannt aus den 90er Jahren, wo die Aliens die Welt angreifen, oder? Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an einen bekannten Film und jetzt gibt's ja das Sequel, das kommt jetzt raus in den nächsten Wochen und dann wird natürlich die Alien-Invasion noch mehr da die Welt ist noch mehr gefährdet durch die Außerirdischen und wir müssen alle zusammenhalten. Und in dem Film wird gezeigt, wie die Weltarmee unter UNO-Flagge in Los Angeles einmarschiert, um die Bevölkerung zu schützen. Ja, das ist es dann. Das ist die New World Order, oder? Jetzt müssen wir einen gemeinsamen Weltfeind haben, also einen Feind, der die ganze Menschheit bedroht. Ne? Das sind die Aliens. Und wir müssen alle zusammenhalten und das heißt, es gibt eine Weltarmee, die uns beschützt. Ich meine, ich sehe das so, dass Globalisten schon immer davon geträumt haben und ich glaube, dass es auch ein Teil von Leuten, die Vordenker der UNO gewesen sind, sich auch dabei gedacht haben, dass die UNO so sein sollte, aber sie ist es ja heutzutage nicht. Denn aber die NATO ist es. Die NATO ist ja praktisch so eine Weltarmee. Da stehen sich, ich finde, Gott sei Dank immer wieder gegensätzliche Interessen gegenüber, sodass es darum geht, zum Beispiel und in der Vollversammlung noch mehr. Und ich glaube, das aber sorgt schon für Mäßigung. Was ich hier damit sagen will, es geht um die Propaganda. Diese Filme sind ja Propaganda. Die sollen ja die Leute mental vorbereiten. Sie sollen ja vorbereiten auf diesen Angriff auf die Menschheit durch Aliens. Und wir sind jetzt alle Weltbürger und wir werden alle gemeinsam bedroht und jetzt müssen wir auch eine Weltarmee haben, die uns beschützt. Ja, ich meine, es geht ja um die Propaganda, die uns vorbereiten soll. Und in Wirklichkeit kommt dann vielleicht eine NATO-Erweiterung bei raus oder die NATO zusätzliche Beobachter oder man macht eine gemeinsame EU-Armee, was dann scheinbar der kleine Kompromiss ist und in Wirklichkeit ein Riesenschritt in die Richtung. Ja, du darfst ja nicht vergessen, es gibt ja die NATO, gibt es ja auch in Asien. Das heißt, die heißt dann ASEAN-Pakt und dann gibt es noch den ANZUS-Pakt. Australien, Neuseeland und Amerika, Philippinen und all diese Länder, Japan und so weiter. Das heißt also, diese ganzen einzelnen Gruppen, die über der Welt verteilt sind, unter amerikanischer Führung, die kann man ja dann sofort alle unter einen Deckel legen. Da habe ich aber eine Verständnisfrage. Asien, habe ich immer gedacht, ist eher ein wirtschaftliches Bündnis von asiatischen Staaten. Nein, das ist eine militärische Komponente. Das ist mir neu, das habe ich nicht mitbekommen. Der ANZUS-Pakt sowieso, weil die waren ja sogar im Vietnamkrieg zusammen. Die Australier und Neuseeländer und alle, die in diesem ANZUS-Pakt sind, die waren ja im Vietnamkrieg. Ja. Mhm. Und so weiter. Also die kann man ja alle zusammenführen und dann gibt man ihnen einfach einen Namen, oder? Das ist wie die Union. Da gibt es die Nordamerikanische Union und die Europäische Union, die Afrikanische Union und die Asiatische Union und irgendwann tut man diese Unionen einfach zusammen und dann ist es die Weltunion.
Bei Voltairnet habe ich auch einen Artikel gesehen, dass es solche Überlegungen gibt, also die Regionalbündnisse dann irgendwann zusammenzuschließen. Klar. Ich meine, guck doch, wie weit die NATO jetzt schon operiert. Ich meine, offiziell bewegt sich ja die NATO laut eigenen Angaben 6.000 Kilometer im Umkreis von Brüssel. Nein, 6.000 Kilometer bedeutet bis hinter Ural, bis nach Pakistan und bis runter unter dem Äquator von Afrika. Und dort bewegen sie sich ja auch überall. In diesen 6.000 Kilometer Umkreis. Und das ist der, sagen Sie selber. Ja. Die NATO hat ja auch so verschiedene Formate, um Staaten an sie heranzuführen. Da gibt es Partnerschaft für den Frieden, wo verschiedene europäische Länder, auch die Schweiz und auch asiatische Länder dabei sind. Ich weiß. Und ja, eigentlich müsste ja heißen Partnerschaft für den Krieg und nicht für den Frieden. Man muss bei Das diesen sind. ganzen Organisationen immer das Wort umdrehen, um zu wissen, was es wirklich ist. Es ist Partnerschaft für den Krieg, nicht Partnerschaft für den Frieden. Und dann gibt es, glaube ich, noch etwas, was schon näher Richtung Mitgliedschaft ist, als diese Partnerschaft für den Frieden, Staatenbeobachter sind bei der NATO. Ja, genau. So ist es. Ich meine, es ist ja unglaublich, wie die Aufrüstung an der russischen Grenze passiert. Da schreien sie rum, Russland gefährdet uns und Russland ist die große Bedrohung und jetzt müssen wir unbedingt Truppen. Und jetzt haben sie ja diese revolvierenden Truppenkontingente, die jetzt da und in den baltischen Ländern und in Polen und die Rumänien und jetzt haben sie die Raketen in Rumänien aufgestellt. Ich meine, es läuft ja alles auf einen Konflikt raus. Die wollen unbedingt das. Und die Merkel hat ja jetzt, wann hat sie, gestern hat sie es ja verkündet, Deutschland wird seine Rüstungsausgaben erhöhen. Super. Aber in Deutschland gegenüber einer der Größe nach unbekannten dschihadistischen Bedrohung, da wird nicht geschützt. Stattdessen schickt man Truppen in Richtung Grenze gegenüber einem imaginierten Gegner, der überhaupt kein Interesse an einem Konflikt hat, So der nur ist mit es. allen friedlich auskommen will. So ist es. Genau so ist es. Das heißt also, es ist nicht zu fassen, wie alles auf den Kopf gestellt wird Ja. und wie wir verarscht werden und wie wir belogen werden. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute nicht auf die Straße gehen oder irgendwas tun. Die hocken alle vor der Kiste und lassen sich zudröhnen und Ja. machen nichts. Sie machen einfach nichts. Und dann kannst du echt aufgeben, kannst sagen, Und okay, dann, nein, wenn das ihr glaube ich nicht. Sieg seid, dann kriegt ihr, was ihr verdient. Am 1.9.2013 haben die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichtet darüber, dass die amerikanischen Generäle remonstriert haben am 31.8. und ihre Bedenken gesagt haben. Und das war einer der unverzichtbaren Bausteine, um den Weltkrieg am 31.8. aufzuhalten. Und die haben gesagt, es fehlt eine Exit-Strategie, wie sie die Eskalation, wenn sie Syrien bombardieren, wie sie die Eskalation verhindern können, wie sie da wieder aussteigen können. Und ich denke, es ist wichtig, auf diese fehlende Exit-Strategie immer wieder hinzuweisen. Und ich meine, in Russland macht man es zum Beispiel, ich habe bei Sputnik News, soweit ich mich entsinne, ich meine, es wäre bei Sputnik News gewesen, kann auch RT Deutsch gewesen sein. Ja, ich glaube, bei Sputnik News war ein Artikel, wenn es einen Weltkrieg gäbe, wenn der atomar wäre, in 3 Tagen wäre alles vorbei. Und Was mich ja am meisten wundert ist, und das habe ich ja auch den Deutschen, die ich getroffen habe in Dresden gesagt, diesen ganzen ahnungslosen Leuten da oder willentlich ahnungslosen. Ich habe gesagt, habt ihr überhaupt verstanden, dass ihr ein primäres Ziel seid, wenn im Kriegsfall? Da fliegen die Atombomben als erstes rein bei euch, weil ihr habt ja überall die amerikanischen Basen. Ja. Also wenn im Kriegsfall fliegt da mal eine Atombombe in Stuttgart rein und löscht mal AFRICOM von den Amerikanern raus. Und dann in Wiesbaden und dann in Ramstein und dann wo immer sonst noch amerikanische Basen sind. Die fliegen dort als Erster rein. Deutschland ist ein primäres Ziel und gibt's nicht mehr, dann ist weg, verschwunden. Das ist mir bewusst.
Und dann, ja, und dann, ja, und dann rührt ihr euren Arsch nicht, wenn man das weiß. Es ist nicht zu glauben. Es ist echt nicht zu glauben. Die einzige Überlebenschance für die Deutschen ist, im Weltkrieg zu verhindern. So ist es. Sie müssten an erster Stelle stehen. Erstens mal müssten sie die Amerikaner rausschmeißen. Das ist einmal mehr als überfällig nach 70 Jahren. Ich meine, das ist ja unfassbar, dass Deutschland noch besetzt ist. Und diese ganzen Basen da sind. Und dann müssten wir erst recht für Frieden sorgen. Ja? Und sich und sagen, den Amerikanern sagen, hört auf mit eurer Kriegshetze dauernd. Vielleicht sollten wir uns mehr mit den Amerikanern zusammentun, die Frieden wollen, und denen ganz viel Aufmerksamkeit schenken, so stark wir können, um die zu schwächen, die Krieg wollen. Ja, aber die musst mit der Lupe suchen. Auch Bernie Sanders zum Beispiel ist jetzt nur ein Beispiel. Aber der ist ja weg vom Fenster. Was soll der? Der ist, hat ja verloren. Ja, aber er kriegt immer noch eine Menge Medien. Ja. Er kann eine Menge Dinge sichtbar machen. Ja, gut. Und wenn die Hillary drankommt, und das, da wette ich, dass sie Präsidentin wird im Herbst, dann ist die Kriegsgefahr so groß, das ist nicht zu fassen. Da kannst du ja nur noch im Bunker gehen, noch im Bunker dich verstecken. Mache ich nicht. Definitiv nicht. Entweder der Krieg wird verhindert, und dann hat man es auch, dann hat man auch die Belohnung, dass man hier in der Erdoberfläche weiter gesund und munter rumspazieren kann. Oder er wird nicht verhindert. Und dann kriegt man die Quittung. Nee, also der muss verhindert werden, ist die einzige Chance. Wenn man im Bunker geht, dann lebt man vielleicht ein paar Wochen länger. Was hat man davon? Da leidet man nur mehr als die Leute, die direkt weg sind. Macht keinen Sinn. Ich bin doch nicht so blöd, in den Bunker zu gehen. Das ja auch nicht. Da würde ich ja Leuten falsche Hoffnung machen, dass man das überleben könnte. Ich habe also symbolisch gemeint. Ja. Ist mir doch klar, dass ein Bunker nicht nutzt. Ja, klar. Übrigens, ich will auch den Eliten, sollen man nicht glauben, nur weil sie Elite sind. Ja, aber man darf ja nicht vergessen, dass er sein wird. Ja, ja. Das denke ich auch. Speziell Deutschland, weil dort, nicht? Übrigens, laut neuesten Informationen ist jetzt Millionen zur Wahl gegangen in England. Also 47 Millionen sind wahlberechtigt. Und ach so, okay. Gibt die höchste Beteiligung zu sein. Aha. Sogar bis zu 80% Wahlbeteiligung. Stiften, das ist erstaunlich. So ist das, so ist das. Und das mit Bleistiften, genau. Zum Abschluss, wir haben ja ziemlich viel abgegeben und Meinungen geäußert. Im Moment, ich denke, die wichtigsten. Moment. Ich kann nur dazu auffordern, Leute, bitte im eigenen, tut was, reagiert, handelt und tut nicht einfach das, was passiert, ignorieren. Dazu auffordern. Ja, was kann man tun? Zum Beispiel Dinge, wo man das Gefühl hat, die entwickeln sich zu Kriegslügen. Die Dinge in die Öffentlichkeit zerren, diskutieren. Ist das Zwischengehen? Und in der Form zum Beispiel im Netz das kommentieren. Ist das so? Und sachlich hinterfragen, alles auf die Sachebene ziehen, dass keine Hasspropaganda entsteht und alles. Aber man kann auch mal kontaktiert und ihn da und ihn endlich sagt, was er für eine Verantwortung hat, weil dafür sind ja Abgeordnete. Also soll man ihnen da und auf die Füße treten und sagen, macht endlich euren Job und tut im Parlament Krieg verhindern, ja? Macht euren Job, dafür wurdet ihr gewählt, nicht? Tut doch eure ganzen Vertreter in Berlin kontaktieren, schreibt ihnen Mail, sagt ihnen eure Meinung über alles. Sonst wissen sie es ja nicht, ja? Es ist erstaunlich, wie unwissend Politiker sind. Das stimmt. Die wissen so wenig, weil sie überhaupt, erstens mal lesen sie nur den Mainstream, oder? Und dann, also sie haben ja eh nur eine einseitige Betrachtung der Welt. Dann werden sie dauernd von Lobbyisten
in eine bestimmte Richtung gesteuert, ja. Das heißt also, es ist erschreckend, wie wenig die Leute wissen im Bundestag. Ja. Bei NDR Extra 3, was eigentlich eine Satire-Sendung sein soll, haben sie in sehr ernsthafte Interviews gebracht, wo sie Abgeordnete befragt haben, wer denn eigentlich profitiert von dem Syrien-Einsatz der Bundeswehr. Also wer hat den Vorteil, wenn man gegen ISIS einen Einsatz macht, aber doch nicht für die syrische Regierung, wer soll denn dann den Vorteil haben? Und dann konnten die verschiedene verschiedene Rebellengruppen nicht voneinander unterscheiden. Das war wirklich heftig. Und Leute, die sich im Interview stellen, da kann man ja normalerweise annehmen, dass das überdurchschnittlich Informierte sind. Nein, dass sind sie nicht. Sich vorbereiten. Ich rede ja oft mit Politikern. Wie gesagt, ich habe hier gerade mit der Präsidentin des Schweizer Parlaments 2 Stunden lang gesprochen. Ich war ja baff erstaunt. Die hat ja null Ahnung. Und das, was sie weiß, ist falsch. Sie ist zum Beispiel Vorsitzende der ukrainisch-schweizerischen Kommission, also Freunde des Ukraine. Und wo ich ihr dann erzählt habe, dann habe ich sie gefragt, ja, was haben Sie denn gegen Russland? Dann hat sie gesagt, ja, wegen den Maidan-Schießerei und wegen dem Referendum. Dann habe ich, das wäre ja eine Annexion gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, haben Sie das nicht mitgekriegt, dass mittlerweile sogar die BBC geschrieben hat, dass das von den ganzen Oppositionellen, die Scharfschützen waren, und so weiter, die wissen nichts, wissen die. Ja. Und was sie wissen, ist falsch. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, aber Sie, gerade als Schweizerin, müssen doch das Resultat einer Volksabstimmung akzeptieren, mit über 90%. Dann hat sie mir erzählt, das Referendum wäre nur eine Woche nach dem Maidan-Putsch. Hallo? Jetzt haben wir scheinbar eine kurze Unterbrechung. Hallo? Hallo? Wie wenn man in 4 Wochen nicht die Wahlzettel drucken könnte. Ja. Aber das ist die Meinung der Vorsitzende vom Parlament. Da kannst du nur den Kopf schütteln, wie blöd die sind. Ja? Und das sind aber die, die Entscheidungen treffen. Ja. Oder wie einseitig informiert sie sind und falsch informiert sie sind. Ja. Und so geht es durch die Bank durch. Die wenigsten haben wirklich Ahnung und sind auch in alle Richtungen informiert. Ja. Aber das sind diejenigen, die die Gesetze machen und die abstimmen und die Entscheidungen treffen. Ich denke, es gibt ein gewisses Potenzial, eine gewisse Menge aufgeweckte Bürger. Und ich denke, dass es wichtig ist, wenn man sich engagiert, dass man sich überlegt, auf wen man zugeht und wie man die Herzen der Menschen, dieser Entscheidungsträger, gewinnt. Und ja, aber wir haben immer viel Zeit. Die Zeit läuft uns davon. Die Zeit läuft uns davon. Man muss sie schon professionalisieren und man muss gucken, was das Wichtigste ist. Ja, man kann nicht alles auf einmal. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich meine, wir reden darüber schon seit wie vielen Jahren? Seit wie vielen Jahren machen wir schon und schütteln die Leute und sagen, wacht endlich auf. Wir persönlich kennen uns jetzt seit Mitte 2009. Ja, also, das siehst mal, wie lang. Und ich mache das ja schon fast seit 9-11, mache ich das ja schon. Und es ist ja nicht zu fassen, wie passiv die Menschen sind. Und ich frage mich dann, auf was sie warten. Auf was warten sie denn? Muss ihnen erst die Tür eingetreten werden? Oder muss erst ihr Haus in die Luft fliegen? Oder was oder müssen erst die Soldaten auf der Straße stehen? Ich denke mir, man muss für jedes Thema die richtigen Leute ansprechen. Nicht? Oder müssen erst alle Banken zu sein, bis man endlich kapiert, wie kaputt das Finanzsystem ist oder wie und die Bank und die Automaten immer laufen. Guck mal, was sie ja nicht mehr tun, ja. Als der Weltkrieg am 31.08. verhindert wurde, da war es auch eine begrenzte Zahl von Menschen an einigen wenigen Orten der Welt, die rechtzeitig wach genug waren und kommuniziert haben. Und als es im Dezember 2015 verhindert wurde,
da waren es Leute in der russischen Führung, die besonnen waren und es nicht als Kriegsgrund, nicht als gesehen haben, dass ihr Flugzeug abgeschossen wurde von der Türkei und oder von bestimmten Leuten aus der Türkei. Und als im Februar 2016 dieses Ad-Hoc-Bündnis um Saudi-Arabien von verschiedenen sunnitischen Staaten, die alle unterschiedlichste Erwartungen haben, wofür dieses Bündnis gut sein soll bei der Bekämpfung von ISIS und was man noch alles damit machen will. Als die Saudis auf die NATO zugegangen sind, darüber hat Sputnik News berichtet, hat Veterans Today berichtet und geguckt haben, ob man dann dort in Syrien und oder Irak einmarschiert, ohne Genehmigung der dortigen Regierung im Namen des Kampfes gegen ISIS. Und die dann aber wollten, das machen sie nur, wenn die NATO mitmacht. Und wo dann die NATO, die Vertreter der Staaten bei der NATO, also die Verteidigungsminister, das gerade nicht beschlossen haben. Wo die das abgelehnt haben und dann auch die, der Einmarsch einiger oder zahlreicher sunnitischer Staaten dort unterblieben ist deswegen. Das sind Lichtblicke. Und bei der NATO waren es wirklich mal die Verteidigungsminister, die gesehen haben, das geht nicht gut. Ja, aber sie versuchen ja immer wieder Neuanlauf. Ja? Das heißt ja nicht, dass wenn man das verhindert hat, dass sie dann aufgeben. Hm. Die strecken sich dann noch mehr an. Ja, ist das sieht schon so aus, ja. Aber es ist jeweils eine begrenzte Zahl von Menschen gewesen, die wach gewesen sind. Und bei der NATO sind es komischerweise die Verteidigungsminister gewesen, aber Gott sei Dank, während bei dem Beschluss mit dem Syrien-Einsatz, was sie ja nach den Anschlägen in Paris beschlossen haben, sind ja teilweise die gleichen Staaten wie bei der NATO, dann treffen sie sich bei der EU und beschließen Bündnisfall für Frankreich mit einer Bündnisfallklausel, die noch gar nicht ratifiziert ist, die noch gar nicht gültig ist. Verteidigungsminister der gleichen Staaten. Das ist unglaublich. Das wirkt auf mich so, wenn man deren Wahrnehmung auf was Bestimmtes lenkt. Einmal merken sie scheinbar noch nicht mal oder wollten es nicht merken, dass die Bündnisfallklausel noch gar nicht gültig ist und treffen sich im Rahmen der NATO, sind sie besonnen. Unglaublich. Teilweise die gleichen Leute. Naja, ich meine, guck doch, was der Steinmeier auf einmal... redet der Steinmeier davon, von Säbelgerassel und Kriegsgeheul und kritisiert die ganzen NATO-Manöver in Osteuropa. Ja. Da ist er vielleicht aufgewacht. Ist ja, doch gut. Hoffentlich ist er aufgewacht, dass er endlich merkt, also jetzt gehen wir zu weit, ja. Nicht? Nur, was hat denn der Steinmeier zu sagen? Nix, ja. Ein Außenminister kann Konflikte entschärfen, bevor sie militärisch eskalieren. Da kann er mehr tun als ein Verteidigungsminister. Da ist er einer der mächtigsten, wenn nicht der mächtigste im Land, der das rechtzeitig unterbinden kann, der rechtzeitig für Ausgleich und Gespräch sorgen kann. Was immer. Auf jeden Fall, auf einmal geht ihm die Muffe und er kapiert, dass das, was die NATO an Aufrüstung in Europa, in Osteuropa macht und die ganzen Manöver vor der russischen Grenze, dass das tatsächlich zum Krieg führen kann. Ja, ich meine, natürlich ist es gut, wenn er das jetzt äußert. Nur, was ist passiert? Der estländische Präsident hat gerade gesagt, ob er sie noch alle hätte. Er wäre völlig naiv, hat er gesagt. Ja, der Steinmeier wäre naiv. Also, das ist nicht zu glauben. Ich kann mich erinnern, dass wo die Russen ihre Waffensysteme modernisiert haben, dass eines der Argumente dafür gewesen ist, dass die NATO die Gesprächskanäle mit Russland verringert hat. Also es gibt doch NATO-Russland-Rat und so weiter. Und wenn man nicht so viel Rüstung will, muss man stattdessen vertrauensbildende Maßnahmen machen. Und das gilt auch für den Schutz Estlands. Natürlich hat die NATO eine Verantwortung für den Schutz Estlands. Aber wenn man nicht diese Militarisierung will, dann muss man umso mehr Vertrauensbildung her und von den Russen vielleicht vertrauensbildende Maßnahmen noch stärker abverlangen, anstatt ihnen so viel Truppen vor die Nase zu stellen. Ist meine Meinung. Hallo? Hallo?
Sind wir noch auf Sendung? Ja, ich würde gleich auch gerne Richtung Ende der Sendung kommen, wenn wir gleich wieder alle zu hören sind. Wie ich gerade lese, ist die Verbindung zu Freema vorübergehend abgebrochen. In Ordnung. Eigentlich hätte ich die Sendung gerne noch mit ein paar Schlussworten beschließen wollen. Aber ich denke, wir haben in der Sendung viele wichtige Aspekte rund um Bilderberg angesprochen. Und ich denke, wir haben auch beigetragen zur Inspiration und zur Hoffnung, was man für einen Frieden tun kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die der Sendung zugehört haben, und verabschiede mich für heute, und wir werden dann rechtzeitig im Juli, wenn wir ankündigen, wann die nächste Sendung stattfindet. Vielen Dank, und ich würde jetzt um Musik bitten, und dann bis zum nächsten Mal.